Wir haben heute schon lustig gesucht, heute Morgen war sehr witzig. Und wir fahren jetzt gleich zu guten Bekannten, zu unserem ehemaligen Au-pair, die ja hier wohnt und verheiratet ist und Zwillinge hat. Und da feiern wir gleich nochmal alle gemeinsam Ostern. So, mal sehen, was der Skiurlaub so gebracht hat. Ja. Kilos hat er gebracht, der gute Skiurlaub. So ist das. Mist. Und wie soll es anders sein? Zu Ostern gibt es Osterei als Rührei. Wunderschöne Blumen hier bei meinen Eltern. Jetzt hole ich nämlich gerade meine Eltern ab und dann fahren wir weiter. Ja, Tulpen und vergiss es mal nicht. Ist doch hier auch mal wieder herrlich. Jetzt feiern wir hier Ostern. So, und was kriege ich? Hier, liebe Uli, ein schönes Osterfest wünschen dir Papa und Mama. Zum Abnehmen gibt es frisches Obst und Gemüse und mageren Hasenbraten. So, und jetzt guckt euch das mal an, was hier das frische Obst ist. Hier ganz frisches Obst, frische Karotten, Wurzeln, Obst und Gemüse. Oh ja, hier guckt euch das an. Und jetzt kommt noch der Hasenbraten. Da. Und die Birnen. Wo sind denn? Ah, hier. Da. Birnen. Ja, so kann ich nicht abnehmen. So geht das einfach nicht. Das funktioniert nicht. Aber es ist unglaublich niedlich und lustig. Dankeschön. Schokolade. Oh, sorry. Ich lade euch ein. Oh, wir werden eingeladen. Ein tolles Oster-Eisessen hier. Wow. Das Eis hier bei Eishöft in Schnelsen ist einfach besser als jedes andere Eis. Da kann auch kein Italiener mithalten. Ich hab mal Joghurt ausprobiert, das schmeckt so geil. Ne? Oh, das, jedes schmeckt so. Das sieht schon alle. Guck mal, diese Cremigkeit. Ich versuche mal so toll wie möglich ran. Ist das nicht herrlich? Oh Gott! Ist das ein tolles Eis.